Als nächstes schauen wir uns an, wie diese IKEA-Lichtleiste genau funktioniert. Wenn man hier an diesem oberen Ende genau hinschaut, ich nehme nicht an, dass man das jetzt in der Kamera gut erkennen kann, hier oben sieht man vier Pins und die haben auch eine Kennung, die da dran geschrieben ist. Dort steht, na, RBG und 24 Volt. Der 24 Volt Pin, das ist eben der Plus Pin, wo der Strom reinfließt. Und die anderen, die RGB Pins, das sind die Massen der jeweiligen Farben. Auf der anderen Seite kann man erkennen, ich habe hier an diese Pins Drähte angelötet in unterschiedlichen Farben, damit man das besser erkennen kann. Der gelbe Draht hängt am 24 Volt Pin und die anderen drei Drähte hängen an den jeweiligen Farben und zwar so zugeordnet, dass man auch am anderen Ende sehr gut erkennen kann, welcher Draht welche Funktion hat. Wenn ich mir jetzt die andere Seite betrachte, hier habe ich den weißen Draht, der zum Netzstecker der Lichtleiste geht, aufgeschnitten, sodass ich mit diesen Klemmen die Drähte abgreifen kann. Der rote Draht ist hier für die Spannungsversorgung und der schwarze Draht ist die Masse. Wenn ich jetzt die Spannungsversorgung an den gelben Draht klemme und die Masse an einen anderen, dann sehe ich, dass die, hoppla, dass die Licht, na, dann sehe ich, dass die Lichtleiste leuchtet, und zwar blau, wie man das erwarten würde. Wenn ich jetzt die Masse an einen anderen Draht hänge, zum Beispiel an den grünen Draht, dann leuchtet die Lichtleiste grün. Wenn ich sie an den roten hänge, leuchtet die Lichtleiste rot. Und wenn ich jetzt zwei gleichzeitig anklemme, dann mischen sich die Farben und es kommt zum Beispiel gelb raus. Oder ich kann natürlich auch blau und rot mischen, dann erhalte ich violett. So, damit wissen wir schon mal, wie die Lichtleiste funktioniert. Das Problem ist jetzt, auf diese Art und Weise kann ich die einzelnen Farbkanäle nur ein- und ausschalten. Das heißt, ich kriege die drei Grundfarben und die Farben, die man daraus mischen kann. Also habe ich rot, grün, blau, gelb, lila, orange und wenn ich alle drei Farben mische, weiß. Ich hätte aber gerne ein größeres Farbspektrum und unterschiedliche Helligkeiten. Und wenn wir das realisieren wollen, dann brauchen wir Transistoren. Hier sehen wir einen solchen Transistor. Dieses kleine Bauteil hat drei Pole, einen sogenannten Emitter, einen Kollektor und eine Basis. Welche Eigenschaft hat, findet man üblicherweise im Datenblatt des Bauteils. Dieses hier hat die Kennung BC547. Möglicherweise kann man es hier lesen. Und wenn man danach auf einer Suchmaschine sucht, findet man auch in aller Regel das Datenblatt, wo der genaue Aufbau des jeweiligen Transistors beschrieben ist. Dort steht dann auch drin, für welche Spannungen und welche Stromstärken die Teile ausgelegt sind. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Den Schaltplan für die Lichtorgel findet ihr auf meiner Homepage. Link in der Beschreibung des Videos. Hier sehen wir ein Bild der fertigen Schaltung. Man erkennt sechs Transistoren, einen für jede Farbe der zwei Lichtleisten. Mit Emitter und Kollektor wird der Transistor in den Stromkreis gebaut, genau zwischen den Minuspol des LED-Farbkanals, den er steuern soll, und die gemeinsame Masse. Diese liegt auf einem Kupferdraht, den ich durch das Gehäuse gelegt habe, damit er für alle Bauteile gut erreichbar ist. Die Basis des Transistors wird mit einem 1000 Ohm Widerstand geschützt und an einen Analogpin des Arduino gelötet. Durch eine Pulsweitenmodulation können wir jetzt den Transistor derart ansteuern, dass die LED gedimmt wird. Da vorne erkennt man den Audioeingang mit den beiden Offset-Schaltungen. Und hier ist die 5 Volt Spannungsversorgung für den Arduino. Die Lichtorgel wird über dieses Kabel,
mit 24 Volt versorgt. Mit dem zuvor erarbeiteten Code können wir endlich unsere Lichtorgel in Betrieb nehmen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet fleißig mitbasteln und vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Video nochmal. Ciao, bis bald.